Der Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ist dieses Jahr, wie wir darüber in unseren Sendungen mehrfach berichtet haben, 20 Jahre alt geworden, und zu diesem Jubiläum hat der Landesrat in der Serie Landesrat-Auswahl eine neue, die fünfte CD mit deutscher Volksmusik aus Ungarn herausgebracht. Diese neue Sammlung möchte ich Ihnen heute vorstellen. 11 Kapellen, kleinere und größere, spielen die insgesamt 20 Stücke, die auf der neuen CD ertönen. Selbstverständlich zählen sie zu den zurzeit besten ungarndeutschen Blas- bzw. Harmonika-Musikformationen landesweit, die in den Qualifikationspräsentationen des Landesrates am besten abgeschnitten haben. Ich danke dem Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen für das Material und ganz besonders dem Chefredakteur des Internetblattes Landesrat Forum, Manfred Meierhofer, für die Informationen. Die Neuenbranauer Musikantenkapelle entstand durch den Zusammenschluss der benachbarten Kapellmeistern am 12. März 2011. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Stimmung der früheren Schwabenwelle aufleben zu lassen. Ständig sammeln sie die noch auf den Dachböden herumliegenden alten schwäbischen Blaskapellennoten, die von den ehemaligen Kapellmeistern komponiert und instrumentiert wurden. Sie tun diese Noten dann neu bearbeiten und setzen sie in ihr Repertoire, auf ihr Programm. Die Mitglieder der Kapelle stammen aus den folgenden Ortschaften: Pechwa, Wemind, Bosok, Schomberg, Mohacs, Bavac, Litover, Nimesch und Ketschinge. Die neuen Branauer Musikanten spielen jetzt den Marsch über Berg und Tal, eine Bearbeitung von Johann Hahn. Thank you.